Die super spannende Krypto-Vorlesung geht weiter, ne? Wo sind wir? Das baut jetzt direkt auf den Themen der letzten beiden Wochen auf. Und zwar, was wir letzten beiden Wochen gemacht haben, war DH steht für Diffie-Hellman, Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Und dann haben wir das noch nicht ein bisschen verallgemeinert. Wir haben so ein bisschen theoretische Grundlagen dafür entwickelt. Und das war das diskrete Logarithmusproblem. Das waren die Hausaufgaben für diese Woche. So. Was wir heute machen, ist erstmal, es ist relativ einfach, also irgendwie der intellektuelle Abstraktionsgrad, das hält sich in Grenzen, das ist eine Weiterführung damit. Was wir machen wollen, ist den Diffie-Hellman Schlüsselaustausch, das können wir nicht machen, Schlüsselaustausch, wir wollen gucken, können wir damit andere Sachen machen. Und das geht, das ist ein sehr universelles Werkzeug, das machen wir auch die nächsten drei Wochen auch noch. Und das Erste, was wir machen, so die grundlegende, vielleicht die grundlegendste Aufgabenstellung von der Kryptographie ist verschlüsseln. Wir gucken, können wir irgendwie den Diffie-Hellman so ummassieren, umbiegen, dass wir damit verschlüsseln können? Ja, das geht. Und das heißt dann nachher Elgamal. Elgamal kommt oft vor, ist immer noch in vielen Webbrowsern im Einsatz, ist eine praktische Sache. Und nachher gucken wir uns ein bisschen die Rechenaspekte an. So, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen eine Vorlesung zum Erholen. Also da gibt es brutalere Vorlesungen. So wie die nächste Woche Mittwoch. Ja, da müssen Sie sich warm anziehen. Sie müssen nächste Woche um 8.25 Uhr auf der Matte stehen. Da geht total die Post ab. Sie dürfen keine Sekunde verpassen, sonst sterben Sie. Ja? Nein. Also die nächsten beiden Wochen wird so der mathematische Höhepunkt. Das wird die kompliziertesten Themen. Elliptische Kurven heute können sich entspannen. Lassen Sie sich berieseln von mir. Also, Grundlagen Elgamal Verschlüsselung. Das habe ich da anders genannt, aber das ist thematisch, was wir machen. Ich brauche eine neue Kreide. Und zwar erstmal, können wir ruhig sein, alle hier. Wenn ich gesagt habe, entspannen, mental entspannen und nicht, reden Sie mit dem Partner und stören Sie die Vorlesung. Gut, so, erstmal gucken wir uns an, vielleicht mal einen Schritt zurück. Was können wir überhaupt mit asymmetrischer Kryptographie machen? Ne? Hier machen wir eine kleine Übersicht. Übersicht asymmetrische Kryptographie. Krypto nenne ich das mal. Und zwar machen wir das, das machen wir in ein paar Wochen, wenn wir auf digitale Signaturen zu sprechen kommen, viel detaillierter. Wir gucken uns mal an die die Grundfunktionen, nenne ich das mal. Was kann man überhaupt prinzipiell mit asymmetrischer Kryptographie machen? Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht richtig besprochen. Das ist aber gut, heute zu machen. Und zwar einmal können wir natürlich damit verschlüsseln. Ja, nicht natürlich, aber kann man sich ja vorstellen. Ne? Dann können wir als zweite große Grundfunktion, eine Grundoperation Schlüsselaustausch, kürze ich auch mal ab, Schlüsselaustausch machen. Und das ist eine Baustelle, die machen wir erst in ein paar Wochen, fangen wir die an. Wir können digitale Signaturen realisieren. Das sind die drei Grundsachen. Das, vieles haben sie davon auch schon mal gemacht, keine Panik. Ja. So, das sind die Grundfunktionen und jetzt welche Algorithmen verwenden wir dafür? Die tragen wir hier in der Achse auf. Wir können uns das mal an, wenn wir anfangen mit RSA, das war die erste Familie. Ne? Das geht sowieso, also der Grund-RSA ist ein Verschlüsselungsalgorithmus. Wir können den aber auch umbiegen und hiermit Schlüsseltransport machen, indem wir einfach einen
Zufallszahl als symmetrischen Schlüssel auswählen, den hin und her schicken. Das machen wir auch nochmal gegen Ende der Vorlesung. Also mal RSA, können Sie die Sache mitmachen. Sie können hier mit, vielleicht, also hier ist dann RSA-Schlüsseltransport und Sie können mit RSA auch direkt RSA-digitale Signaturen machen. Machen wir auch in 6 Wochen, glaube ich, 5 Wochen machen wir das. Okay. Also RSA ist alles in trockenen Tüchern. Was gibt es denn noch an Verfahren? Dann gibt es noch die diskreten Logarithmusverfahren. Das ist ja bisher bei der Diffie-Hellman kennengelernt. So was können wir machen. Schlüsselaustausch können wir natürlich direkt mit Diffie-Hellman machen. Das ist ja die Motivation auch historisch. Das war der erste DL-Algorithmus. Ne? Normale Diffie-Hellman, das ist, was wir vor 2 Wochen gemacht haben, was wir auch letzte Woche nochmal gemacht haben. So, die Frage, was können wir noch machen? Digitale Signaturen wissen wir nicht. Verschlüsseln können wir, und zwar ist das dann eine Variante davon, und das machen wir heute. Das ist Elgamal. Elgamal ist das Verschlüsselungsverfahren, das irgendwie zum Diffie-Hellman gehört. Ja? Das hat mit dem diskreten Logarithmusproblem zu tun. Hier sage ich auch schon mal, da gibt es den Digital Signature Algorithmus. Ja. Und jetzt, um das zu vervollständigen, die dritte Algorithmenfamilie, die so ganz kompliziert ist, wo Sie nächste Woche um 5 Uhr aufstehen müssen, das sind elliptische Kurven, die machen wir die nächsten beiden Wochen. Und da können Sie auch die Sachen machen. Da können Sie hier den elliptischen Kurven, die Diffie-Hellman machen. Da können Sie elliptische Kurven, da gibt es eine Elgamal-Variante von. Und insbesondere können Sie zum Signieren in ECDSA machen. Das hier ist, das ist was in WhatsApp, nicht in WhatsApp, was in Bitcoin drin ist. Okay. Das ist eine Übersicht. Das haben wir schon gemacht. Schlüsselaustausch ist machen wir noch, ist relativ einfach. Was wir heute machen, ist das hier. Okay. Die Sache machen wir nächste Woche. Okay. Was glaube ich, wichtig ist, Sie haben diese 3 Familien von asymmetrischen Algorithmen. Das sind die einzigen, die vorkommen in der Praxis. Es gibt noch ein paar andere, die werden nicht eingesetzt. Es geht hier nicht noch 4, 5, 6, 7. Es gibt die 3 und Sie können prinzipiell mit allen 3 Algorithmenfamilien alle 3 Hauptsicherheitsfunktionen realisieren. Okay? Und wir hangeln uns da durch. So, und was wir jetzt machen, wie können wir mit Diffie-Hellman verschlüsseln? Gut. Gucken wir es jetzt mal an hier. Diffie-Hellman. Schlüsselaustausch. Tausch für die Verschlüsselung. So, ich mache jetzt mal auf einer anderen Tafel weiter, damit ich die ganze Tafel habe. So, was wir jetzt machen ist, wir gucken uns den ganz normalen Diffie-Hellman an. Das heißt, wir haben hier Alice. Wir haben hier Bob. Und wir haben, wie immer, das hatten wir schon ein paar Mal gehabt, wir haben sogenannten Domänenparameter. Das heißt, wir brauchen Zahlen, die alle Benutzer sich teilen. Die stehen auf dem Internet oder Intranet oder was auch immer. Ne?
Alpha und P, die sind irgendwie allen in alle Richtungen bekannt, auch dem Angreifer. So, was machen wir? Alice wählt sich einen geheimen Schlüssel, den können, das können wir uns erstmal A zufällig. A ist, und ich lasse jetzt dieses K private, lasse ich immer weg, um die hier Nomenklatur gering zu halten. Bob wählt sich auch einen zufälligen Schlüssel. Klein a, klein b, das ist genau wie wir es sonst auch genannt haben, das sind die privaten Schlüssel von Alice und Bob. So, was machen die dann? Dann berechnen die sich ihre öffentlichen Schlüssel. Das heißt, Alice berechnet sich groß A ist äquivalent zu Alpha hoch A mod P. Bob macht das Gleiche. Bob berechnet sich groß B, das ist sein öffentlicher Schlüssel, das ist Alpha hoch klein B modulo P. Ja, dann tauschen die Schlüssel auf oder stellen die auf ihre Internetseite, also die machen die öffentlich bekannt. Alice schickt ihren öffentlichen Schlüssel rüber. Bob schickt auch seinen öffentlichen Schlüssel rüber. Und dann berechnet Alice KAB. Bob jetzt, ne, Bob berechnet KAB als, der nimmt den Schlüssel, er nimmt den öffentlichen Schlüssel, den er von Alice kriegt, nimmt den hoch seinem geheimen Schlüssel, kommt mod P raus und auf der Seite macht Alice das gleiche, spiegelbildlich, das heißt, die nimmt sich den Schlüssel, den sie von Bob kriegt, das ist B, nimmt den hoch ihrem zufällig gewählten geheimen Schlüssel, privaten Schlüssel und die ganze Berechnung wird modulo P gemacht. Ja. So, und das Ganze klappt, mache ich mal hier kleine Nebenrechnung. Ne? Das klappt, weil, das ist korrekt, weil B hoch A Alpha hoch AB ist, ne? Groß B war ja das hier, Alpha hoch klein B. Und da kommt natürlich raus Alpha hoch AB modulo P. Und auf Bobs Seite, Bob berechnet groß A mal klein B, das ist Alpha hoch AB. Und das ist dann Alpha hoch A. Das war letzte Woche und jetzt Ihre Reaktion. Ja, lieber Herr Paar, das wissen wir ja. Was hat das mit Verschlüsselung zu tun? Und da kommen wir jetzt hin. Also das ist der normale Diffie-Hellman, das haben wir jetzt zwei Wochen lang gemacht. Jetzt die Frage, wie könnten wir das möglicherweise weiterführen, ummassieren, um damit zu verschlüsseln? Normal haben wir immer gesagt, wir nehmen das KAB, das wird jetzt der Schlüssel für IS. Genau. Was könnten wir machen? Wir haben jetzt nicht AES, das ist die Fragestellung. Wir haben jetzt nur KAB. Was ist jetzt eine einfache Art, um damit, sagen wir mal, eine kurze Nachricht? 20 Bit, ja? Genau. Wir könnten KAB praktisch so als eine Art, so wie One-Time-Pad, sowas ähnliches verwenden. Wir könnten einfach XOR machen. Das ist eine Möglichkeit, genau. Was in der Praxis gemacht wird, das ist ein bisschen anders, aber die Grundidee ist klar. Die haben beide einen geheimen Wert, der ist in der Praxis, sind die so lang, 2000 Bits oder sowas, 256 Zeichen oder ungefähr. Und die können Sie irgendwie als Maske benutzen. Damit können Sie einmal verschlüsseln, eine Nachricht mit der gleichen Länge. Ne? Und was in der Praxis gemacht wird, ist eigentlich eine Variante von diesem XOR. Was wir jetzt machen, wenn wir eine Nachricht X haben, und das ist jetzt X, ist jetzt schlecht, wenn das ein PDF ist, weil die so groß sind, aber das könnte zum Beispiel eine Kreditkartennummer sein oder Ihre IBAN-Nummer, sowas, das Sie verschlüsseln wollen. Ne? Was kurz ist, was aber sicher sein soll. Was Sie dann machen können, jetzt die eigentliche Verschlüsselung, wollen sich ein
ein Y berechnen, ne, ein Chiffrat. Was sie dann machen ist, sie nehmen X und anstatt das jetzt XOR zu machen, was ein sehr vernünftiger Vorschlag war, vom Kommilitonen, multiplizieren wir das. Wir multiplizieren das mit KAB, da kommt Y raus. Sie schicken Y über den Kanal, das Chiffrat. Und auf der Empfängerseite, wie kriegen wir jetzt das Y wieder zurück? Wie kriegen wir, das X. Hier kommt jetzt Y an. Welche Rechenoperation muss Bob ausführen, um aus dem Y das X zu berechnen? Das ist nicht schwer. Ja? Super. Die Inverse bilden und damit multiplizieren. Oder teilen, ne, sagt man so umgangssprachlich. Sie müssen KAB, diesen Sitzungsschlüssel, der muss invertiert werden. Ne? Mod P. Da kommt das raus. Okay. Ist also anstatt so ein additives XOR maskieren, maskieren Sie hier mit einer Multiplikation. Okay. Gut. Das geht, ne, das ist das Ende von dem ersten Kapitel für heute, ja. So, das ist aber nur Didaktik, oder? Ne, ja. Was? Frage ich, so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Frage ich mich auch immer, warum die Multiplikation, ich bin gerade überlegen, ob ich eine kluge Antwort für Sie habe, hier aus dem Stehgreif. Die eine Sache ist, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, dass die, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob die, wir kriegen jetzt zum Beispiel 2000 Bits raus, ne? Es gibt in manchen Szenarien gibt es das, abhängig von der Primzahl, dass die Bits nicht alle gleich sicher sind, dass man irgendwelche Bits raten kann. Ja, wenn zum Beispiel, ich sag mal, wenn das erste Bit von den 2000 Bit, wenn das nicht 50-50, 0 oder 1 ist, sondern mit 60% 0 ist, dann haben Sie diesen Bias, diese Bias, was ist das auf Deutsch, die Englisch LK, was ist Bias auf Deutsch, dieses, wenn es nicht ausgewogen ist, ne, dann taucht das, wenn Sie ein XOR machen, auch in diesem XOR-Bit auf. Aber wenn Sie multiplizieren, gehen ja alle Bits gleich ein, so zum Verwurfeln sozusagen, okay, ja. Aber wenn Diffie-Hellman 100% sicher ist und alle Bits genau gleich sicher ist, haben Sie die Probleme nicht. Gut, so, das funktioniert so. In der Praxis wird ELGAM, und das finden Sie in keinem Buch so. Okay? Was Sie in dem Buch finden, kommt, was wir jetzt machen. Das ist das zweite Kapitel. Das ist ELGAM-Malverschlüsselung. Das sieht von den Variablen und der Nomenklatur sieht das ganz anders aus, aber der Witz, und das ist eine ganz wichtige Nachricht, alle zuhören auch da oben, hallo, zuhören. Große Weisheit im folgenden Satz, was ich jetzt anmale, sieht vom Protokoll sehr anders aus, aber festhalten, das ist, wenn Sie sich nicht exmatrikulieren und zur Germanistik wechseln, ist folgender Satz wichtig, es ist genau das Gleiche. Das ELGAM-Mal sieht viel komplizierter aus, aber hier, es sind eigentlich genau die gleichen Schritte, die werden anders benannt und anders verpackt. Das ist eine tiefe Weisheit, was ich gerade gesagt habe. Ja? Also die ELGAM-Mal, die auch in Webbrowsern läuft, ist eigentlich das hier. Es sieht, look and feel is different, but is the same. Okay. Gut, machen wir mal ein zweites Kapitel. Und ich will das zweite Protokoll jetzt gleich hier dran machen. Deswegen schreibe ich das mal hier hin. Also Sie schreiben einfach weiter darunter. Jetzt kommt zweites Kapitel für heute. ELGAM-Malverschlüsselung. Zwei Fakten, das wurde 1985 von Taha ELGAM-Mal vorgeschlagen. Der war ein Doktorand von dem von einem von den beiden von Diffie oder Hellman war der in Stanford.
das ist identisch zu obigem Protokoll, aber mit anderem Ablauf, nenne ich das mal, der Kommunikation. Das ist der Hauptunterschied. Ach so, was hier vielleicht noch wichtig ist, das klappt so, das ist auch sicher, aber ganz wichtig, das ist diesen KAB, den dürfen Sie wie beim One-Tempet nur einmal verwenden. Das heißt, Sie dürfen hier nur einmal diese Multiplikation machen, mit x1 sozusagen, mit der ersten Nachricht. Wenn Sie x2 haben, müssen Sie das wieder machen. Okay? Kann man schon, ich glaube, sogar eine Übungsaufgabe, wenn man das mit, man kann sich das vorstellen, wenn Sie das einmal machen mit KAB, jetzt ist man ja versucht, das nochmal zu machen, das X2 auch so zu verschlüsseln. Und es gibt ein direktes Problem, wenn es total unsicher ist, wenn nämlich der Angreifer aus irgendeinem Grund X1 kennt, wenn das zum Beispiel die Header-Information ist. Wenn Sie X natürlich kennen und Sie sehen Y als Angreifer, können Sie ja mit X und Y KAB berechnen. Ist das alles klar, wovon ich rede? Das heißt, wenn Sie dann für das nächste, für das X2 sozusagen, das wirklich sicher sein soll, das gleiche KAB verwenden, kann der Angreifer es direkt entschlüsseln. Okay? Das heißt, für jedes X muss man diesen Ablauf neu machen. Okay? Deswegen wird das in der Praxis so auch nicht eingesetzt für Verschlüsselung von Filmdaten oder YouTube verschlüsselt so nicht, weil das natürlich brutal langsam ist, weil sie ja für alle 2048 Bit oder sowas, also für alle 256 ASCII-Symbole, müssen Sie einen neuen Diffie-Hellman machen, was extrem rechenaufwendig ist. Okay? Das macht man nur mit kurzen Nachrichten. Deswegen mein Beispiel eben Kreditkartennummer IBAN und nicht Streaming-Video. Okay? So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, können wir, und es geht jetzt ein bisschen darum, indem wir die Kommunikation umordnen, können wir das effizienter machen. So, was also jetzt hier kommt, das war so ein didaktisches Protokoll, wie gesagt, was in den Büchern nicht finden, aber was ich glaube sehr hilfreich ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der richtige Diffie-Hellman läuft. Es geht also jetzt hier weiter. Gleiche Ausgangssituation wie zuvor. Alice, Bob, Alpha, P, die alle Kinder kennen. So. Nein, halt. Ah, schon falsch. Sorry. So, was Bob jetzt macht, der wählt wähle Alpha und P. Das ist jetzt praktisch ein Diffie-Hellman, der von Bob aufgesetzt wird. Ja? Der wählt die Domain-Parameter. So, jetzt wählt der Bob sich seinen K-Private, den nennen wir klein d, und das ist ein Element aus der Menge 2234 bis p-2, geschweifte Klammer. Er berechnet jetzt seinen öffentlichen Schlüssel K-Public. Der wird mit Beta bezeichnet, griechische Buchstabe Beta. Der ist Alpha hoch D mod P. D, private, der ist geheim. Und hier nehmen wir Alpha hoch was Geheimen, so Bauchgefühl, wenn wir das brechen wollen, ne, irgendwann später, da müssen wir wieder eine Hochzahl berechnen. Und mit welcher Funktion berechnet man die Hochzahl? Wie heißt das in der Schule? Ist das diskrete Fourier-Transformation? Nö, sondern Logarithmus hier. Ne? Deswegen, das ist wieder diskreter Logarithmus hier. Ja? Das steckt dahinter. So, was machen wir jetzt? Und jetzt fängt das an, anders auszusehen. Was der jetzt rüberschickt,
sind seine öffentlichen Parameter, die bestehen aber eben nicht nur aus dem K-Public selber, sondern auch aus Alpha, P und Beta. Der schickt diesen ganzen Satz rüber. Beziehungsweise eine Praxis, den findet man dann auf einer Datenbank im Internet und sagt, das sind die öffentlichen Parameter von Bob. So, und jetzt geht es los. Jetzt ist, das ist asymmetrische Kryptographie, asymmetrische Verschlüsselung. Vielleicht erinnern Sie sich noch an RSA. Bei RSA war das ja auch so. Da war doch diese Briefkastenanalogie. Wenn Sie verschlüsseln wollen, nehmen Sie den öffentlichen Schlüssel. Das ist, verschlüsseln kann jeder sozusagen. Wenn jemand Bob eine geheime Nachricht schicken will, nehmen Sie sich diesen Satz, öffentlichen Parameter, nehmen Sie sich. Damit können wir verschlüsseln. Das ist also jetzt der Schlüssel, die Parameter, mit denen Sie verschlüsseln können. Schicken dann was rüber. Das war sowas, jeder hat einen Schlüssel, mit dem er was in einen Briefkasten tun kann. Aber zum Entschlüsseln nachher, das Chiffrat entschlüsseln, da braucht man nachher, das kann nur Bob, da braucht man den K-Private für. Sie erinnern sich dunkel? War Klausur Krypto 1, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, 2. März oder wann das war. Genau das machen wir jetzt. Also Alice will jetzt verschlüsseln mit den Parametern. Was macht die damit? Die wählt sich jetzt einen... Zufällig wählt die sich einen Parameter klein i, nennen wir den hier, klein i, der ist auch wieder Element aus dieser Menge 2, 3 bis p minus 2. Und was wir jetzt machen, die macht sich jetzt praktisch einen öffentlichen Schlüssel, aber der ist temporär. Und ein sehr viel schöneres Wort als temporär ist vergänglich. Ja? Ephemeral heißt das, glaube ich, griechisch. Ja? Der KE für ephemeral, das heißt der vergängliche Key, ist aber also nur so ein Übergangsschlüssel. Da basteln wir uns auch wieder so ein kleines DL-Problemchen mit. Da machen wir Alpha hoch I, diesem zufälligen Wert. Alpha hoch I mod P. Dann berechnet sich Alice KM für so einen Message-Schlüssel, also einen Nachrichtenschlüssel, mit dem die Nachricht gleich verschlüsselt wird, KM. Der ist Beta hoch I mod P. Okay, im Moment alles ohne Sinn und Verstand, einfach abschreiben, nicht denken. Ja, wir erklären das. Es ist nachher aber einfach. Okay? So, und jetzt geht die Verschlüsselung los. Und die Verschlüsselung läuft genauso, wie wir das hier gesehen haben. Das heißt, Y wird verschlüsselt als X mal so eine Art Sitzungsschlüssel. Und zwar ist das der KM hier, deswegen haben wir den M genannt. Mod P. Damit Bob dechiffrieren kann, die schickt ihn jetzt nach, Alice schickt das nach Bob, was wir ja auf jeden Fall brauchen, ist Y, das ist das Chiffrat selber. Er braucht aber auch diesen vergänglichen, diesen ephemeral Key, diesen temporären Schlüssel KE. Was macht Bob jetzt damit? Bob muss sich hier diese Funktion umkehren. Und welchen Wert braucht er wohl dafür? Was glauben Sie? KM. Ne? Der braucht irgendwie KM, um aus dem Y wieder das X zu kriegen. Ne? Das heißt, der berechnet sich erstmal KM. Und das geht einfach. KM ist KE, den kriegt er ja auch gerade. Und jetzt aufpassen, weil wir müssen jetzt, ohne in Details zu gehen, wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Operation, die muss nur Bob machen können, nicht Oskar. Ne? Und was macht er dafür? Dann nehmen wir D, das ist der private Schlüssel, der hat nur Bob. Ne? Das heißt, hier geht D ein. Warum? Das machen wir in ein paar Minuten. Warum das klappt? Also KE, der jetzt ja bekannt ist, der geht ja im Klartext übers Internet. Wenn Bob den hoch seinem geheimen Parameter nimmt,
purzelt, surprise, surprise, KM raus. Ja, und jetzt ist easy, ne? Jetzt kann Bob das machen, was er hier auch gemacht hat, in diesem einfachen Protokoll. Jetzt dechiffriert der, indem der das invertiert, der nimmt also wieder mit der inversen Mal von KM das Mod P. So. Jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Erstmal Korrektheitsbeweis, dass es überhaupt klappt. Und dann, was hat das damit zu tun? Was soll das? Okay. Ist beides nicht so wild. Jetzt bin ich bloß überlegen, didaktisch in welcher Reihenfolge das machen. Machen wir zuerst diese Analogie herstellen. Okay. Ja, vielleicht kann ich mal in die Reihe fragen. Oder übertreibe ich es? Ist das klar, dass das Gleiche ist? Ja? Oder ähnlich, ne? Genau. Dann habe ich sie unterschätzt. Genau, gut. Gucken wir uns mal an. Sie haben alle ihre Schwan-Stabilos mitgebracht, in vielen Farben, ne? Nehme ich an. Dann wird das jetzt einfacher. So. Fangen wir mal an mit der Schritt, also Alpha und P wird gewählt und Beta wird insbesondere gewählt. Das entspricht auf der Seite dem hier. Also das groß B, ne, ist Beta, hört sich ja auch so ähnlich an, ne, Beta B, haben wir Glück. Das sind also die gleichen Schritte. Was haben wir noch? Dann berechnen wir hier so ein zufälliges I und so einen temporären Schlüssel. Was soll das? Das nennen wir mal 2. Das ist aber auf der beim Diffie-Hellman ist das ganz normal die Berechnung des öffentlichen Schlüssels von Alice. Die sind analog. Okay. So, der KM, das ist Schritt Nummer 3 hier bei dem echten Diffie-Hellman, bei dem echten Elgamal, sorry, was hat das hiermit zu tun? Das entspricht der Berechnung des Sitzungsschlüssels hier. Okay. Dann sind die Schritte sind gleich praktisch bei beiden oder sehr, sehr ähnlich. Ich mal blau. So, jetzt habe ich fast keine Farben mehr. Noch ein hässliches Pink kann ich noch anbieten. So, das Rübersenden ist bei beiden gleich, das können wir uns vielleicht sogar schenken. So, und was jetzt interessant ist, dass der, was wir hier machen, also jetzt aufpassen, das ist vielleicht so der dramatischste Unterschied. Dieses KM hier, ja, das ist ja das Gleiche, was wir hier haben, ja, das läuft beim Bob früher ab hier, das läuft hier ab. Okay, das ist ein Unterschied. Und dann der letzte Schritt, weiß ich, können wir vielleicht sogar weiß nehmen. 6 und 6 sind gleich. So, ich sage jetzt mal, was der Hauptunterschied hier ist. Was wir hier ja gemacht haben, normalen Diffie-Hellman, die laufen ja wirklich symmetrisch auf beiden Seiten ab. Alice berechnet Session einen Sitzungsschlüssel und Bob berechnet einen Sitzungsschlüssel hier. Was wir dann auch haben, ist, wir haben hier ja 1, 2, 3 Kommunikationen. Ne, wie viele Kommunikationen haben wir denn hier? 2 nur. Wie kommt das? Was ist hier so der
Grund, warum wir hier mit 2 hinkommen, obwohl wir eigentlich machen, algorithmisch machen wir genau das Gleiche. Welche Sachen packen wir zusammen? Ja? Genau, und zwar machen wir das Y, das machen wir müssen, aber auch den A, den öffentlichen Schlüssel, der wird hier in der Extrakommunikation gemacht. Der wird hier zusammengepackt. Also wir packen hier die Kommunikation und die Kommunikation zusammen. Warum? Weil dieser KE, wo kommt der hier? Das ist doch der 2, das ist ja der öffentliche Schlüssel hier. Also hier in der Situation, der Trick ist also, dass wir eigentlich den A nicht vorübertragen, sondern den A zusammen mit dem Y. Das hat aber Konsequenzen. Was wir hier gemacht haben, Bob hat ja, sobald er das Groß A gekriegt hat, angefangen, den Sitzungsschlüssel zu brechen. Das kann der aber nicht, deswegen haben wir hier diese große grüne Fläche. Der kann hier noch nichts machen. Der kann erst anfangen, den Sitzungsschlüssel KM zu berechnen, wenn der hier den öffentlichen Schlüssel kriegt. Das ist also dieses Umordnen hier. Okay? Das ist die eine Sache. Und dann, das ist KM, ist Sitzungsschlüssel berechnen. Ne? KM, das ist, also die beiden, wie mache ich das mal? Die beiden Schritte hier, ne, sind die beiden Schritte hier. Da kommt das Gleiche raus. Ne? Das ist die eine Sache. Also, Herr Paar, da reiten Sie jetzt aber ziemlich drauf rum auf einen ziemlich banalen Fakt. Haben Sie recht. Genau. Warum macht man das so? Was passiert, wenn wir, das ist jetzt für das Verschlüsseln von einem X, 2048 Bit, ne, 256 ASCII. Was machen wir, wenn jetzt Alice die nächste Nachricht schicken muss? Und das ist der große Unterschied. In dem Protokoll ist das nicht ganz klar. Da würden wir erstmal sagen, wir müssen alles nochmal machen. Wir können uns ganz grob gesprochen die Hälfte der Arbeit sparen. Und zwar Bob, wenn Alice jetzt 2 Nachrichten setzen muss, muss Bob nichts mehr neu berechnen. Der ist hier mit seinen Parametern sind gleich. Was Alice hier aber macht, Alice muss sich dann für das nächste X, muss die sich ein frisches I wählen, einen Zufallszahlengenerator und einen frischen öffentlichen Schlüssel machen. Das heißt also, wenn wir mehrere X verschlüsseln wollen, wurde hier im Diffie-Hellman, Alice würde Groß B und Klein B gleich behalten und nur Alice würde sich neue Parameter berechnen. Und das ist genau, was hier passiert. Also wenn mehr als ein X verschlüsselt, wenn man mehr als eine Nachricht an Bob senden will, dann muss Alice sich jeweils ein neues I wählen, einen neuen öffentlichen Schlüssel KE wählen und einen neuen Sitzungsschlüssel generieren. Okay? Und was Bob macht, Bob berechnet sich dann immer diesen neuen Sitzungsschlüssel auch mit, aber der muss seine eigenen Parameter nicht wechseln. Das ist der Hauptvorteil. Okay? So, und jetzt, das war der erste Sache, was ich meinte, was auf der To-Do-Liste ist. Die andere große To-Do-Liste ist jetzt der sogenannte Korrektheitsbeweis. Dann wird das vielleicht auch noch ein bisschen klarer, was ich gerade probiert habe zu erklären. Korrektheitsbeweis bedeutet, wir müssen jetzt zeigen, dass Alice und Bob wirklich verschlüsseln und entschlüsseln. Und wenn sie mir gefolgt sind und wenn sie mir geglaubt haben, dann braucht man das nicht, aber wir wollen das natürlich auch mathematisch zeigen hier. Genau. So, das ist jetzt der. Sie sollten jetzt direkt unter dem Protokoll weiterschreiben, genau wie es jetzt zufälligerweise hier auch so steht. Korrektheitsbeweis, schönes deutsches Wort. Korrektheitsbeweis ist der Elgamal-Verschlüsselung. Ne? So, und zwar gucken wir uns einfach an, was Bob berechnet. Der ganz klar am Ende, wir fangen von hinten an, der macht ja die Berechnung, der steht doch da. Letzter Schritt. Und was wir zeigen müssen, dass da am Ende x rauspurzelt. So y können wir nichts mitmachen, aber wir können mit KM können wir auflösen. KM wird ja gebildet als KE hoch D und das invertiert. Genau, so. Jetzt machen wir aber weiter.
wie ist Y gebildet worden? Y ist von Alice doch gebildet worden als X mal Km, ne? Und Sie wissen, was passiert hier. Wenn wir hier hoch minus 1 nehmen, ändert sich das Vorzeichen von dem Exponenten d. Jetzt müssen wir weiter einsetzen. Km wurde da oben als Beta hoch i berechnet. Das lassen wir mal so stehen. So, und jetzt setzen wir mal ein, jetzt wird es interessant, was ist das Beta? Beta ist ganz oben gebildet worden als Alpha hoch d. Sehen Sie alle, wo das herkommt? Beta ist doch oben rechts, ne? Alpha hoch d. Was ist das KE? KE, da oben links, wo die gelbe 2 steht, da steht doch KE. Wie ist KE berechnet worden? KE ist berechnet worden als Alpha hoch I hoch minus D. So, und das lasse ich jetzt mal 25 Sekunden auf Sie wirken. Ne? Ich weiß nicht, wer war denn gut in der 8. Klasse in Mathe? Da haben wir alle Potenzregeln gemacht. Ne? Und da lassen Sie mal auf sich wirken. Erstmal, hier sind doch gleiche Basen. Ne? Alpha ist die Basis hier. Ne? Das heißt, das kann man alles Alpha hoch irgendwas schreiben. Ne? Probieren Sie mal so gedanklich, was kommt, was steht da jetzt gleich? Ich zeige es Ihnen gleich, aber dann haben Sie einen besseren Lerneffekt, wenn Sie jetzt schon mal probieren, so nach vorne zu springen. So, 25 Sekunden sind vorbei. So. Das ist irgendwie drittes Potenzgesetz. Ne? Potenzen werden potenziert, indem die Exponenten multipliziert werden. Das steht hier i mal d. Potenzen werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Ne? Und die werden ja nochmal multipliziert, das heißt, da kommt das hin. Okay? Alle dabei? Gut, ne? Ist cool hier. Ne? Diskreter Logarithmus ist das. Ne? So. Und dann kommt hier raus, das x mal Alpha hoch 0 das ist gleich, ja hier, x hoch 1 ist gleich x und alles mod p, ne? Tada. Korrektheitsbeweis vorbei. So, dann machen wir ein paar Bemerkungen dazu, zu dem Algorithmus hier. Erstens, Bob muss seinen öffentlichen und geheimen Schlüssel nur einmal berechnen. Wie gesagt, das ist so, ich drehe die mal rum, glaube ich, dir. Das ist vielleicht der Vorteil gegenüber, wenn wir das naiv machen würden. Da wird man vielleicht beide Seiten machen. Die bleiben stabil, auch wenn man ganz, ganz viele Nachrichten versenden muss. Zweitens, wichtig ist, ne, KE, dieser vergängliche, dieser temporäre, der einmal,
E wie einmal, das wäre doch viel besser im Deutschen. E steht für einmal. Der Einmalschlüssel KE muss für jede Nachricht X neu erzeugt werden oder generiert werden. Da kommen wir gleich zu. Und das ist so eine typische Sache, ne? Da irgendwie ein Softwareentwickler nachher in der Industrie, der macht das für Verschlüsselung auf dem CAN-Bus. Das sind die Busse im Auto zum Beispiel. Ja? Und dann merkt er, oh, das ist ja aufwendig. Hier steckt ja irgendwie ein Square and Multiply mit 2000 Bits drin. Ne? Dann merkt auf einmal, das dauert eine halbe Sekunde. Total aufwendig. Und der hat aber meine Vorlesung nicht gehört und da sagt der, ich habe ja so selten Nachrichten, den KE mache ich nur einmal am Tag neu oder alle zehnte Nachricht. Das ist ein typischer Fehler, ne? Weil das sind dann, wenn Sie von der Software ausgehen und eine Laufzeit ein Problem ist, ist das eine rationale, also eine logische, ein logischer Schluss hier, machen wir nur alle zehnmal, kann ja nicht so schlimm sein. Ne? Und das Ding wird total unsicher. Das ist so eine typische Sache, wenn man nicht richtig versteht, was man mit Security macht, dass das ein Problem ist hier. Okay. Und was auch anders ist, das bei beim RSA-Verschlüsselung, ne, Elgamal verschlüsselt probabilistisch. Das heißt, irgendwas mit Zufall steckt da drin in dem Wort probabilistisch. Bedeutet, also Sie können jetzt da drunter schreiben, wenn es bei Ihnen passt oder daneben, aber meine Tafel ist ja zu Ende. Das bedeutet, hier ist ja E, das ist die Verschlüsselungsbox. Verschlüsselung ist praktisch, was hier passiert. Ne? Wie verschlüsselt der? Und was eingeht auf Alices Seite ist, hier, wenn wir zum Beispiel X1 verschlüsseln, und was bei ihr eben auch geht, ist dieses I eigentlich. Ne? Das I. Und was rauspurzelt ist, Y1, okay. So, und was passiert jetzt, wenn wir hier ein X2 verschlüsseln? Sie waren ja in meiner Vorlesung, Sie machen ja den Fehler nicht. Das heißt, Sie wählen sich ein neues KE. Wie wählt man ein neues KE? Indem man sich ein neues zufälliges I erzeugt. Das heißt, wenn Alice erst X1 und X2 verschlüsselt, packt die aber immer ein anderes I da rein. Ne? Das heißt, hier kriegen wir jetzt Y1, Y2 raus und jetzt probabilistisch verschlüsseln bedeutet insbesondere, obwohl X1 und X2 gleich ist, also sie sind zweimal die gleiche Nachricht verschlüsseln, dadurch, dass das I anders ist, sind im Allgemeinen, also mit einer Epsilon-Wahrscheinlichkeit, Y1 und Y2 aber unterschiedlich. Warum? Wenn Sie sich hier das Protokoll angucken, ist das ja vollkommen klar. Wenn Sie I ändern, ändert sich doch Alpha hoch IKE und KM ändert sich hier. KM ändert sich insbesondere, so muss man sagen. KM ändert sich doch hier. Dadurch kriegen Sie ein vollkommen anderes Y raus. Also hier, da gibt es überhaupt keine Frage, dass das anders ist. Aber das ist genau, was wir machen wollen. Das heißt, auch wenn Sie die gleiche Nachricht mehrfach übersenden und verschlüsseln wollen, kriegen Sie andere Chiffrat raus. Sie erinnern sich an den allerersten Übungszettel, irgendwie 15. Oktober 2017, ne? Als Sie diese ganz einfache Substitutionschiffre gebrochen haben. Das lag der Sache ja zugrunde, ne? Dass die gleichen Buchstaben im Klartext auf die gleichen Y abgebildet wurden. Ne? E wird immer auf W oder sowas abgebildet. Ne? Und genau diese, was kann man auch so Traffic Analysis nennen, ist auch ein Aspekt, Traffic Analysis, also Verkehrsanalyse, das kann hier nicht stattfinden und das ist eine gute Eigenschaft. Gut,
Das war Nummer 2 für heute. Jetzt kommt Nummer 3, die rechentechnische Aspekte. Ja. Von wovon? Von Elgamal. Kapitel 3. Rechentechnische Aspekte von Elgamal, oder von Elgamal Verschlüsselung, wenn Sie ganz, ganz genau sein wollen. Okay, okay, zuerst erstmal gucken wir uns an, vielleicht machen wir das A hier, Berechnung. Von, und zwar uns hier das Protokoll angucken. Was machen wir das erste Mal? Erstmal mit dem Rechnen geht es ja los hier. Wir berechnen uns, Beta ist gleich oder äquivalent Alpha hoch D mod P. Was berechnen wir noch? Okay, gucken wir mal weiter. Dann die nächste Berechnung tritt hier auf. KE ist Alpha hoch klein i modulo p. Und die dritte Exponentiation ist Km ist Beta hoch klein i. Mod p. So, und jetzt, es geht nur um die rechentechnischen Aspekte hier. Das sind ja alles Potenzierungen, ne? Hier wird immer potenziert. Und was ist unser Standardalgorithmus dafür? Was nehmen wir dafür? Potenzieren. Genau, Square and Multiply. Super. Square and Multiply, kurz nochmal so ab. Das können wir, die Komplexität haben wir im Griff, den kann man noch ein bisschen optimieren, aber das ist alles klar. Da ist also nichts Neues, ne? Langweilig. So, jetzt gucken wir uns an, das waren also jetzt die Schritte, dem haben wir gar keine Nummer gegeben, ne? 1, 2, 3 hier sozusagen. 4, das ist eine Multiplikation, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Die einzige Sache, die so, die sieht jetzt auch nicht so wild aus, aber da können wir so ein bisschen optimieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das dann eigenes Kapitel draus gemacht haben. Ne? Und zwar berechnen wir hier B. Das ist jetzt die Berechnung von den auf Bob-Seite. Und zwar berechnet der hier, schreibe ich erst einfach mal ab. Km ist Ke hoch D mod P. Das ist der Schritt, ne? Und dann macht er das mit der Inversion. Okay. Dann macht der Km minus 1, da würden wir normal hingehen und sagen, hier wird jetzt invertiert, modulo p, und dann im letzten Schritt wird x berechnet als y mal Km minus 1 modulo p. Okay. Ist das klar? Also das sind alles die Berechnungen, die sind entweder trivial wie eine Multiplikation oder hier macht man es gerne Multiply. Und hier haben wir, das ist ja so ein Novum, das hat man auch im normalen Diffie-Hellman nicht, hier müssen wir invertieren. Wir gucken uns jetzt bloß einen Trick an, den wir machen können. Wie würden wir denn normalerweise dran gehen? Das ist wieder ein Potenzieren, was machen wir da für einen Algorithmus? Wieder Square and Multiply. Aber wie machen wir denn das Invertieren hier? Was ist das, unser Standardalgorithmus, in dem wir Inverse bilden mit großen Zahlen? Ich höre, auch war Klausur Krypto 1 im März. Ja, erweiterte Euklid. EEA, erweiterte euklidische Algorithmus. Okay, können wir alles machen. Der Witz, und da ist jetzt auch nichts prinzipiell falsch, außer wir können das effizienter machen, wir können die nämlich zusammenziehen, die beiden. Okay, zusammen
berechnen. Und zwar nehmen wir da ein kleines Theorem. Der heißt auch das kleine Fermat-Theorem. Das heißt kleines Fermatsches oder wie der Mathematiker liebevoll sagt, der kleine Fermat. Und zwar sagt der kleine Fermat, dass wenn Sie hier, also in jedem endlichen Körper, wenn Sie modulo, in jedem Primkörper, sagt er eigentlich, in jedem Primkörper, wenn Sie hier hoch p minus 1 nehmen, kommt da das Einheitselement 1 raus. Wenn Sie gut aufgepasst haben, vorletzte Woche, als wir zyklische Gruppen eingeführt haben, das hat was mit der Zyklizität hier zu tun. Egal, weil die Ordnung von dem KE, das ist ja ein Element in Modulo P, die Ordnung von KE teilt immer P minus 1 und wenn Sie hoch P minus 1 machen, kommt immer 1 raus. Das ist in Kapitel 6 unseres Buchs, der kleine Fermat drin. Okay. Für KE in ZP Stern. Also darf natürlich nicht 0 sein, dann geht das nicht, aber sonst geht das immer. Okay. So, und jetzt gibt sich und der Rechentrick, der ist erstmal für Elgamal interessant, aber der ist auch sonst, der kommt, diese Grundidee, die wir hier ausnutzen, die hat was mit dieser Zyklizität hier zu tun. So, und zwar, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Moment, das ist. Okay. Ich will Km minus 1 berechnen. Und KE, ich will das beides zusammen machen. So, und so gehe ich hin. So, und jetzt sage ich, KM ist doch KE hoch D, aber das Ganze leider noch invertiert. Und was ich jetzt mache, erstmal ziehe ich das hier rein, das ist easy. Und dann kann ich das Ganze doch mit 1 mal nehmen. Ne? Das ist klar, ja. Und für die 1 setze ich jetzt das ein. Da setze ich eben ein KE mal P minus 1. Und jetzt werden die Erinnerungen aus der 8. Klasse wieder wach. Ne? Jetzt muss ich wieder die Potenzgesetze anwenden. Ne? Potenzen mit gleichen Basen werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Das heißt, ich kann die Exponenten hier zusammenziehen, additiv. Dann ergibt sich hier nämlich hoch p minus 1 minus d mod p bedeutet, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie genau wissen, was jetzt los ist, anstatt KE hoch D mit dem Square Multiply und dann doch einen recht aufwendigen Euklid zu machen, was Sie hier machen müssen. Sie gehen direkt mit KE ein und nehmen den, das kann man sich ja ausrechnen, mit Taschenrechner. Ne? Sie nehmen den hoch P minus 1 minus D und müssen nicht mehr explizit invertieren hier. Die Inversion steckt da praktisch drin, hier die Berechnung. Also das hier ist jetzt nur ein Square Multiply. Okay, haben sich ein Euklid gespart, ist doch gut. So, das war das dritte Kapitel und ich habe tatsächlich vergessen, eben das vierte Kapitel für heute aufzuschreiben. Vier mache ich jetzt aber, das ist Sicherheit.
Jetzt kommt die, reden wir über die Sicherheit und Angriffe. Das ist ja immer interessant, macht ja Spaß. Und wir machen das ja manchmal nicht so sauber bei den Algorithmen, aber hier beim Elgamal bietet sich das an. Sicherheit von Elgamal. Eigentlich wieder Sicherheit von der Elgamal-Verschlüsselung. Es gibt auch eine Elgamal-digitale Signatur, aber das machen wir ein anderes Mal. So, erster Angriff, oder eigentlich müsste man sagen, erster mögliche Angriff, weil der geht natürlich, wenn wir alles richtig machen, geht der natürlich nicht. Ne? Erster Angriff ist Berechnung des DLP, des diskreten Logarithmus-Problems. Okay. Wo sind wir? Hier ist das Protokoll. Und zwar, angenommen, es gäbe, die theoretische Kryptographie spricht von Orakeln. Ja, das können Sie sich vorstellen wie eine Fee in einer Box. Ja, Sie haben eine Schachtel, da ist eine Fee drin und Sie haben einen Wunsch frei. Ja, Sie geben da zum Beispiel ein diskretes Logarithmusproblem rein und die Fee gibt Ihnen den Exponenten. Genau. Also Sie hätten jetzt eine Box und Sie könnten sich einmal so ein DLP wünschen. Welchen Exponenten würden Sie sich gerne berechnen lassen? Also Oskar kennt alles, was hier auf dem Kanal abläuft. Was wäre wohl ein guter Exponent für Oskar zu erfahren? Einen Wunsch haben Sie frei. Welchen geheimen Parameter wird er sich berechnen? Ja, genau, D. Wo steckt D drin? Hier in Beta. Das heißt, wenn da die Box auf dem Kissen, ne, kleine Fee, die würde hier reinpassen, ja. Da würden Sie das Beta hier reinstopfen und sagen, bitte, liebe Fee, berechne mir D. Das ist ein Orakel. Orakel ist ja, das wird wirklich in der Kryptographie verwandt. Fee nicht, okay. So, genau, man könnte hier berechnen, ne, D ist gleich der Logarithmus von Beta zur Basis Alpha, ne? Und wenn das erfolgt, ne, wenn das möglich ist, dann ist es einfach, ne? Dann hätte der Angreifer ja D. Dann könnte er genau die Aktion machen, die Bob macht. Dann könnte der hier verschlüsseln, ja? Entschlüsseln. Dann könnte er auch berechnen, der Angreifer Oskar könnte berechnen, Km ist Ke hoch D mod P. Und daraus würde dann folgen, x ist gleich Das Problem ist, und das kommt jetzt vielleicht als Überraschung für manche von Ihnen, es gibt keine Feen und es gibt keine DL-Orakel. Das heißt, diese Fee gibt es gar nicht. Ja? Es gibt keine kleine Box, wo eine Fee drin steckt, die Ihnen das DL berechnet, jedenfalls nicht, wenn P 2000 Bit klar ist. Okay? Das ist nicht möglich, wenn Parameter korrekt bedeutet insbesondere erstmal hier, ne, wir sind ja zweites Semester, P sehr lang, 2000 Bits. Man muss da auf kleine Untergruppen Acht geben und schwache Primzahlen, aber das braucht uns erstmal nicht zu interessieren. Aber wenn Sie das DL-System sauber aufgesetzt haben, das heißt eine starke Primzahl, Alpha hat eine Ordnung, die nicht zu klein ist, ist das sicher. Okay. Das war nur nochmal, ja, das ist ein DL-basiertes Kryptosystem. Wo hatten wir das denn stehen? Hat man schon wieder so gedanklich gar nicht mehr auf dem Bildschirm. Ich habe doch gesagt, Elgamal ist ein DL-System, ne? Das liegt daran, wenn Sie es brechen wollen, also die Einwegfunktion, die zugrunde liegende Sicherheit,
das Problem, das sie überwinden müssen, um das zu berechnen, ist ein diskretes Logarithmusproblem hier. Deswegen ist das hier gleiche Klasse wie Diffie-Hellman. So, jetzt kommt aber ein anderer Angriff, den habe ich schon mal anskizziert. Und zwar ein zweiter, es gibt noch mehr mögliche Angriffe. Ein zweiter Angriff wird möglich. Und das passiert, wenn Sie Wiederverwendung Verwendung von Exponent i. Das heißt, das habe ich hier eben gesagt, das sollte man nicht machen. Ne? Um sich hier Rechenschritte zu sparen, i und ke gleich lassen. Das sollte man nicht machen. So, und jetzt gucken wir uns mal den Angriff an. Ich mache jetzt, sorry, ein bisschen sauber machen, die Tafel. Und zwar nehmen wir an, Alice berechnet sich brav KE und KM. Und verschlüsselt jetzt einmal Y1. Verschlüsselt einmal x1, sorry. Mit km mod p. Und schickt das natürlich auf den Kanal. Also wir sind hier nur hier unten. Ne? In den Schritten sind wir hier dran, ja. Das heißt, hier geht jetzt über den Kanal Y1 und KE, sorry. Und dann macht sie das Gleiche nochmal. Die hat eine zweite Nachricht, ist jetzt aber zu faul, die nochmal zu berechnen. Die sind ja auch rechenaufwendig. Da müssen die zweimal einen Square Multiply machen. Das heißt, die lässt jetzt KM gleich. Und schickt jetzt hier Y2 und KE rüber. Direkt erst kleiner Quiz am Morgen. Kann Oskar, der Böse, der auf dem Kanal hängt, ne? Der ist hier, Oskar ist hier. Kann Oskar das feststellen? Ja. Werfen Sie eine Münze. Viel einfacher. Woher weiß Bob, dass Oskar, dass Alice einen Fehler gemacht hat, ja? Genau, sieht doch KE ist gleich. Schön doof von Alice. Also erstens macht es einen Fehler, zweitens sieht man den direkt. Normalerweise, das KE muss doch jedes Mal neu sein, hoffen wir, ne? Wenn Sie ein anderes I wählen. Auf einmal sind da die gleichen 2048 Bits hier, Bit für Bit gleich. Sagt Oskar, oh gut. Was können wir da machen? Und ein einfacher Angriff ist jetzt eine Annahme. Oskar kennt x1, das ist ein einfacher Angriff, was er dann machen kann. Dann kann er... Und das ist nicht unwahrscheinlich, das kann ja sowas sein wie eine Header-Information zum Beispiel. Ne? Oder er rät das irgendwie, oder es ist nicht so sicher. Oder er hackt irgendwann in den Server von Alice oder Bob und kriegt genau die eine Information und die andere nicht. Oder auch ein beliebter Angriff in der Praxis, das ist vielleicht das relevanteste Beispiel. Oskar schafft es irgendwie, Alice zu überreden,
mit Bob zu reden. Zum Beispiel Oscar tut es, als wenn er Bob wäre und sagt, schick mir mal eine Nachricht, verschlüssel mir mal eine Nachricht und eine Nachricht, die Oscar vorgibt. Irgendwie ein Bestellformular im Internet oder irgendwie sowas. Was kann dann passieren? Jetzt kann sich Oscar das Folgende berechnen. Oscar kann sich trivialerweise jetzt berechnen, y1 mal die Inverse von x1, die kann sich, das kommt hier raus, ne? Die Inverse von x1 kann er sich natürlich mit dem Euklid berechnen. Er weiß aber auch, dass das, wir haben euch mal so ein Ausrufe, er weiß natürlich, dass das gleich ist wie y2 mal die Inverse von x2. Sie stellen die beiden Gleichungen nach km um, ne? Da kommt genau das hier raus. Ja, und jetzt ist natürlich trivial zu sehen, dass x2 ergibt sich als y2 mal die Inverse von y1 mal x1 modulo p. Das hier ist der Angriff. Ne? Das ist hier, das ist Oscars Berechnungen. Und dann fliegt Ihnen die Sache um die Ohren. Das war's für heute. Super Vorlesung. Danke.